Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Remastered. Ich hätte beinahe wieder Rome Total War 2 gesagt. Gut, wir haben das letzte Mal den Galliern den Krieg erklärt, damit wir Mediolanum einnehmen, weil der Senat es wollte. Und jetzt haben wir Krieg erklärt, wollten es einnehmen, aber ging nicht, weil wegen Mauer. Und dementsprechend haben wir die Mission nicht geschafft und jetzt hasst uns das Volk, was sehr schön ist. Das ist wunderbar, aber naja, genau. Und Gallien besetzt jetzt den Hafen und ich habe denen jetzt gesagt, dass sie die werden ein bisschen brauchen. Genau. So. Also, es sollte ziemlich leicht sein. Nächtliche Schlacht austragen. Komm, machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Ich weiß halt nicht, ob das hier auch so ist wie bei Rome 2, dass bei den Nachtkämpfen die Gegner. Heute kämpfen wir gegen die Gallier. Es sind ebenso würdevolle. Ja. Auf meinen Befehl warten. Okay, also. Alter, die sind ja fast tot. Genau, weil bei Rome 2 ist es ja so, dass die sehr darunter leiden, also die Gegner, wenn man in der Nacht angreift. Du lässt den Rambok mal liegen, weil das ist etwas für... Eine volle Rambock. Einheiten. Schnell. Turm. Okay. General. Ich weiß nicht mehr, ob die Türme schießen. Aber ich glaube ja. Warte, ich mach mal ein bisschen schneller. Unsere Soldaten sind am Tor. Jetzt müssen sie es niederrammen. In der Tat. Wie die Brandpfeile schießen. Nice. Aber ja, die kann ja, also man kann bei denen ja nicht einstellen, dass sie... Unsere Soldaten haben Gutes geleistet. Der Rambok hat das Tor durchbrochen. Man kann ja da nicht mehr einstellen, welche Pfeile die sie schießen sollen. Also nicht mehr, also... Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Jawohl. Das kannte man bei Rome 1 noch nie. So. Okay.
So. Ihr geht hier hin, ihr geht hier hin. Ihr geht dahin. Ja, die wollen jetzt hier hin. Ihr seid doch dumm. Bewegung, Bewegung. Lobet die Götter. Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Wieso greift die an? Wieso haben die angegriffen? Sind die dumm? Also ja, sind sie, aber warum greifen die denn an? Mega komisch. Achso. Ich hatte. Ja, okay, okay. Verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja. Das wusste ich nicht mehr, dass man die. Ja. Dass man die ablegen muss. Ja, das war natürlich sehr ärgerlich, dass die einfach so reingejumpt sind. Aber okay. Habe ich gar nicht. Vielleicht habe ich das auch gesagt, dass die reingehen sollen, aber strategisch war das auf jeden Fall nicht gut. So, ich mach mal Versklaven. Wenn ihr eine Siedlung einnehmt, könnt ihr auf drei unterschiedliche Arten eure neue Eroberung. Ja, das habt ihr doch. Das wurde doch schon gesagt. So. Gefolge vergrößert sich, Sklavenhändler. Okay. Kulturstrafe. Ja. Kriegsherrenversammlung. Wieso Kulturstrafe? Also ja, wahrscheinlich, weil es nicht uns gehört. Kaufmann. Nein, ich will. Ja. Genau, die Rekrutierung. Warte, ich mach's mal ein bisschen größer. Die Rekrutierung erfordert drei Ressourcen: Zeit, Geld und Männer. Ich will Kaufleute schauen. Okay. Kaufleute können in Siedlungen mit einem Markt oder einem größeren Handelsgebäude rekrutiert werden. Kaufleute können Langstrecken-Handelsverbindungen zwischen Siedlungen aufbauen, Handelsressourcen monopolisieren und andere Kaufleute auskaufen. Kaufleute stellen eine neue optionale Ergänzung in Round Total War Remastered da. Um Kaufleute bei Beginn einer neuen Kampagne zu aktivieren, wählen sie bitte die Anzahl der Kaufleute ist auf bla
Es interessiert uns alles nicht. Die Region, in dem der Kaufmann rekrutiert wurde, ist seine Heimatregion. Der Name des Kaufmanns lässt seine Heimatregion erkennen. Beispielsweise heißt ein Kaufmann, der in Aretium rekrutiert wurde, Knaes aus Aretium. Wow. Um eine Handelsverbindung zwischen den Heimatregionen des Kaufmanns und eine andere Region zu schließen, bewegen sie ihren Kaufmann in eine Region, die noch nicht mit einer Heimatregion handelt. Ah, so. Und dann pendelt er immer zwischendurch, oder? Oder zwischen den Dingern. Wenn sie ihren Kaufmann aus der Region hinaus bewegen, endet die Handelsverbindung. Warte mal, bewegen sie ihren Kaufmann mit einer Region? In eine Region, die noch nicht mit seiner Heimatregion handelt. Wenn sie ihren Kaufmann aus der Region hinaus bewegen, also der muss die ganze Zeit in der Region, mit der ich handeln will, bleiben. Okay. In jeder Region gibt es Ressourcenvorkommen, die anzeigen, welche Ressourcen dort verfügbar sind. Beispielsweise hält die Region mit Pergamon Wein, Silber, Schnittholz und Textilien. Die Ressourcen können monopolisiert werden, wodurch eine Handelsverbindung mit der Region hergestellt wird, aber auch die Kaufleute anderer Seiten daran gehindert werden, diese spezifische Ressource innerhalb der Region zu handeln. Aha, das ist geil. Um eine Ressource zu monopolisieren, verschieben sie ihren Kaufmann auf ein Ressourcenvorkommen. Das Vorkommen bleibt unter der alleinigen Kontrolle ihres Kaufmanns, bis sie ihn an einen neuen Standort verlegen oder er von einem Rivalen ausgekauft wird. Die Monopolisierung von Ressourcen ist der schnellste Weg, den Finanzwert ihres Kaufmanns zu verbessern. Eine Menge an Geld, die der Kaufmann, der Handel in jeder Runde generieren, hängt von Handelsressourcen, Bevölkerung und der Siedlung, Handel fördern Gebäude, Finanzier und Handelsrecht. Uiuiui, wow. Okay, also. Handelsressourcen. Je reichhaltiger und wertvoller die Ressourcen innerhalb einer Handelsregion sind, desto mehr Geld wird generiert, das ist klar. Bevölkerung der Siedlungen. Je mehr Bevölkerung es an beiden Enden einer Handelsverbindung gibt, desto höher ist das Handelsvolumen zwischen ihnen. Ist cool. Den Handel fördernden Gebäuden. Der Bau von Straßen, Häfen, Märkten und Märkten in einer Siedlung macht den Handel für die Siedlung und die, mit denen sie handeln, profitabler. Finanzfähigkeit des Kaufmanns. Je höher die Finanzfähigkeit des Kaufmanns, desto höher die Gewinne aus dem Handel. Beim Handel mit bestimmten Ressourcen werden die Finanzen von Tempelgraben beeinflusst. Hier unten. Handelsrechte. Etablierte Handelsverbindungen, Vereinbarungen zwischen den Seiten erleichtern den Handel zwischen ihnen. Senden sie Diplomaten, um Handelsrechte für andere Seiten zu sichern. Mit anderen. Entfernen von der Heimatregion. Je weiter die Ware reisen muss, desto höher ist die Prämie, die der Kaufland verlangt. Tempelgaben. Tempel erhöhen je nach Gottheit die Nachfrage nach mindestens einer Ressource und verringern die Nachfrage nach mindestens einer unerwünschten Ressource. Die einzige Ausnahme sind Tempel, die Götter des Handels gewidmet sind. Sie wissen alle Ressourcen gleichermaßen zu schätzen und gewähren bei höheren Stufen einen weiteren Kaufmann. Wird ein Tempel in der Heimatregion eines Kaufmanns errichtet, gewinnt er ein Merkmal hinzu, das seine Finanzfähigkeiten beim Handel mit dieser Ressource beeinflusst.
Kaufleute können auch versuchen, die Kaufleute anderer Seiten auszukaufen. Ist dies erfolgreich, so wird die rivalisierende Kaufmann von der Kampagnenkante entfernt und alle Handelsmonopole, die er hielt, werden beendet. Ja, um zu versuchen, einen anderen Kaufmann auszukaufen, wenn sie ihren Kaufmann ausklicken, sie auf mit der rechten Maustaste auf einen rivalisierenden Kaufmann. Ob er erfolgreich ist oder nicht, hängt von der relativen Fähigkeit in der beiden Kaufleute ab. Wenn die Fähigkeit ihres Kaufmanns nur knapp unter der seines Rivalen liegt, scheitert der Auskauf und beide Kaufleute bleiben auf der Kampagnenkarte. Wenn der Konkurrent jedoch einen weitaus höheren Finanzwert hat, wird der Auskauf scheitern und ihr Kaufmann kann seinerseits ausgekauft werden. Ah ja, okay. Wie auch andere Charaktere können Kaufleute von Spionen beobachtet oder von Attentätern getötet werden. Genau. Ach krass, okay. Dann würde ich sagen, ich habe 1200. Hier gibt es Töpferwaren. Hier gibt's Eisen. Hier gibt's auch Töpferwaren. Euer Ehren. Euer Ehren. Weiter geht es nicht. Erwarte eure Befehle. Die Stimme von dem ist richtig geil. Euer Ehren. Also so richtig basslastig. Richtig Ehren. Nice. Also auf jeden Fall besser als der Spion. So, ja, hallo. Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. So. Karteninformation für 400. Das müssen wir leider ablehnen. Ja, das ist ja schade. Gut, ich wollte ja sowieso... Ach, Makedonien ist hier, die sind da, aber die sind auch da. Sofort. Sofort. Gut. Dann würde ich glatt sagen, dass ich hier einfach mal einen Kaufmann kaufe. Kostet 200 oder auch hier Rekrutierungshinweis. Es wäre eine gute Strategie, jetzt Hastati auszubilden. Hastati sind die erste Angriffsreihe in einer Legion und die jüngsten Soldaten. Das ist korrekt. Jetzt empfiehlt sich, auf eine Rodung in dieser Siedlung zu setzen. Farmer sind sehr wichtig für die Bevölkerung. Rodung. Straßenrodung hier, 600. Dann machen wir doch eine Rodung. Und einen Kaufmann. Ja. Das klingt doch mal nach was. Okay. Sind bereit. Das, Weg blockiert ist, das war da drüben, ja. Genau. Gut. Weiter geht's da. Galgen reagiert. Da muss er ja auch. So, Dilla, was gibt's Neues? Also, Agent entdeckt.
Agente entdeckt. Räumte, dass die römische Tugend der Loyalität so. Ah, der wurde entdeckt und ja, okay. Feuerigkeit, das ist gut. Gallien, Karthago. Ah, oh, sehr schön. Bündnis erklärt mit Spanien und Britannien. Das war abzusehen. Rekrutierungsbericht, Rundenbericht, so. Oh, warte, was ist da passiert? 1600, warum? Handel 700? Ah, wegen der Stadt, oder? Na schön, wir haben wieder Geld. Das ist ja wunderbar. Gut. Wie kann ich dienen? So, du kannst uns dienen, indem du... hier rüber gehst. So, und hier wird meine Armee. Das finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht sieht, wie viel, also wie viele Einheiten hier noch sind. Also wie viel Schaden die haben. Also klar, man sieht die Zahlen, das stimmt. Also der ist halb tot mit 11, aber ich habe mich ein bisschen an die Lebensleiste hier oben bei Rom 2 gewöhnt. Okay. Ich hol mir aber nochmal zweimal Hastati. Hier können wir auch mal was Gutes tun, denke ich mal. Es wäre eine gute... Ja, das haben wir ja schon. Oh, er ist weg. Das heißt, hier können wir sogar auch Kriegshunde machen. Aber vor allen Dingen auch leichte Kavallerie. Hier können wir... Militärs. Das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache, ehrlich gesagt. So überall... also dass man in einer Provinz... Wobei hier. Gibt es hier eigentlich Provinzen? Nee. Also quasi ein Ort ist eine Provinz sozusagen, oder? Könnte sehr gut sein. Wie kann ich dienen? Ja, das machst ja. Du schon alles gut. Diplomat neutral. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Wie wär's mit Karteninformationen? Das müssen wir leider ablehnen. Ja, na gut. Okay, dann geh mal weiter. Dann versuche ich mal mit der... Ja, geh mal weg hier. Ohne Zögern. Mit den Provinzen dann von ihm Handel zu treiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die automatisch heilen.
edler Meister? Natürlich sehr, sehr gut. Euer Ehrenmann. Da hier wird ja echt gezofft hier. Okay, das testen wir jetzt mal. Die da haben 11. Wenn die nicht heilen, wäre natürlich ein bisschen problematisch. Aber wieso sollten die nicht heilen? Okay, die heilen wirklich nicht. Die heilen nicht. Gut. Aber warum nicht? Gibt es ein Gebäude? Gibt es ein Lazarett oder so? Warte mal. Schmied. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Kanalisation, Bevölkerung. Wachstum, Bonus für Gesundheit. Oh. Öffentliche Ordnung. Straße. Da will ich mal kurz schauen. Warte, nein, das ist nicht das, was ich sehen will. Pro Zug für Gesundheit 0,5. Weißt du was? Das testen wir einfach mal. Sinn macht es schon, dass das halt ja wirklich, dass die nicht automatisch heilen, sondern dass man halt wirklich Hygiene und so weiter braucht, um damit die Wunden halt wirklich heilen. Arzt wäre auch cool gewesen, wenn der dabei wäre. Fortbildung. Kann ich zur Fortbildung schicken. Ist ja nice. Es war teuer. Aber gut. Dann schicke ich mal alle zur Fortbildung. So. Und so. Bitte? Danke. Und du gehst jetzt laut und deutlich weiter. Also Agent entdeckt. Wurde entdeckt und hingerichtet. Thrakien mit Dakien. Thrakien und Skythien sind wieder Best Friends. Und hier Hafenblockade Patavium. Wenn ihr Erfolg, ihr werdet mit einer euren möglichen Einheit belohnt. Eine eure Flotten zu entsenden, um diesen Hafen für eine Runde zu blockieren. 5 Runden. Wie lange braucht... Warte. 1, 2... Warte. 1, 2, 3, 4... 5. Übrige Runden, ja. Dann muss ich hier den da wegtun und stattdessen Schiff bauen. Ja, kann ich noch nicht.
Aber werde ich dann demnächst. Der greift mich da an. So ein Frechdachs. Wir werden belagert. Oh Mann, schon wieder eine halbe Stunde um, ne? Das geht so schnell. Eigentlich fällt ich immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Ich werde sofort machen, aber naja. Handelsrecht, Karteninformationen, Karteninformationen. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Sehr schön. Genau, dann werden wir in der nächsten Runde die wurden alle fortgebildet, ne? Ach, die sind jetzt alle heil. Ach, sieh mal einen an. So. So werden die. Okay, alles klar. Gut. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir hier ein bisschen Pressure machen. Und die auf jeden Fall auch auflösen. Und dann schauen wir mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.